Beam Rewind. 2023, ihr habt's überlebt, deswegen gibt's jetzt den Jahresrückblick von uns. Aber es geht nicht nur um Memes, sondern es geht einfach um das, was wir lustig fanden und interessant. Deswegen starten wir gleich mit dem Januar. Das Jahr mussten wir erstmal anfangen mit einem dicken, fetten F-Press, um unseren Respekt zu payen für den Tod eines Memes, was sehr lange gehalten hat. Hartz IV. Denn es heißt jetzt Bürgergeld. Und Bürgergeldern klingt scheiße. Harzen klingt geil. Aber eigentlich ist es derselbe Scheiß mit neuen Namen. Vielleicht ein bisschen besser. Aber im Endeffekt, die Bürgergeldler werden weiter schikaniert und sie sind weiter das Opfer der Hetze. Ich meine, wir wissen ja alle, würde man diesen Bürgergeldlern einfach nicht die Wohnung zahlen, gäbe es ja mehr freie Wohnungen und das Mietsproblem wäre gelöst. Oh. Aber nicht nur das passierte. Anfang des Jahres gab es auch einen sehr dicken Fight in Lützerath. Da wurde der Raid-Boss RWE bekämpft. Aber war es erfolgreich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was das eigentlich war. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß, was ich weiß, war, ist, Greta hat fett gegrinst, während sie abgeschoben wurde. Ja, ja, die wurde aus Deutschland rausgeschmissen. Deswegen gab es voll die Verschwörungstheorien, weil die dann irgendwie da gewartet hat auf die Presse, dass die schön Fotos machen und die mit den Polizisten gegrinst hat. Das war alles ein abgekapertes Spiel. Aber wisst ihr, mit was sie nicht gerechnet haben? Leroy Jenkins. Den Matschmönch. Mit der Peitsche? Nee, der hat keine Peitsche, der hat einfach nur gedanced. Aber diese Videos sind so weird, wie diese Polizisten sich einfach nicht bewegen können und er da einfach easy peasy wie so ein Elf über Schnee läuft, Alter. Schlamm. Nee, wie so ein Elb über Schnee. Legolas kann über Schnee laufen, du dummer, ungebildeter Bastard. Au. Februar war ein sehr kontroverser Monat, denn da kam Hogwarts Legacy raus. Für die einen war klar, ein Spiel des Jahres. Für die anderen war klar, das tötet Menschen. Ein Thema, wo es super viel Streit gab und sich alle möglichen Leute gebieft haben. Im Vergleich zu anderen Themen, die uns momentan spalten, wirkt das ein bisschen harmlos. Oh, da ist sonst nichts passiert im Februar? März. In diesem Monat haben sich zwei sehr schöne Männer im Auto angeguckt und damit dieses Meme erschaffen. Es ist ein sehr schönes Meme. Es bietet sehr viele Vorlagen, die wir jetzt hier einblenden. Nee, es ist eine Vorlage für viele Memes. Ja, ist eine Vorlage. Du dummer Idiot. Ha, jetzt bin ich mal dran. Pedro Pascal hat auch noch andere Memes hervorgebracht. Die sind auch cool. Aber der Rest im März war nicht cool. April. Der Super Mario Bros. Movie erblickte das Licht der Welt. Total revolutionär. Noch nie da gewesen. Keine Cash Cow. Und es war ja vorher schon ein Meme, weil Chris Pratt als Super Mario. Endlich bekam Mario mehr Lore, was Mario voll gebraucht hat. Und auch wenn der Film finanziell sehr erfolgreich war, hat er auch erfolgreich eine Karriere beendet. Gewollt. Der Mario-Sprecher hört auf, um Platz zu schaffen für Chris Pratt. Chris Pratt wird für immer Mario sprechen, ist confirmed. Und ist definitiv nicht dieser Typ, der schon mal Switch-Werbung eingesprochen hat für Nintendo. 5 Features included with your membership. Und was mindestens genauso steil ging wie dieser Film. Und das eigentlich das ganze Jahr über. Wir haben es nur in den April geschoben, weil da sonst nichts los war. Dönerpreise. Fuck, Mann. Geht es nach Dönerpreisen, liegt unsere Inflation bei mindestens 100%. Ein Drama, für das sogar Olaf Scholz belästigt wurde. Döner, 8 Euro. 8 Euro Döner. 7,0. 8 Euro für einen Döner. 8 Euro Döner. Ich zahle 8 Euro für einen Döner. Danke. Rede mit Putin, ich will 4 Euro für einen Döner zahlen, bitte. Mai. Da waren wir alle Chirurgen in Form eines Memes. Das war da populär. I am a surgeon. I am a surgeon. I am a surgeon. I am a surgeon. Dr. Hahn. I am a Ist die nicht dieser schrecklichen Sendung? Graue Anatomie oder so? Nein, nein, Good Doctor. Die haben sie bestimmt nur so genannt, damit alle denken, diese Show wäre auch gut. Aber ich weiß nicht, ob sie so gut ist. Good Doctor? Die heißt Good Doctor. Das ist nicht Grey's Anatomy? Nein. Warte. Nicht alle Leute, wenn sie einen Kittel anhaben, spielen in Grey's Anatomy. Gab es ganz viele Memes zu. Habe ich alles nie gesehen. Obwohl, ich hatte ein paar Staffeln Emergency Room DVD. Ja, aber das ist cool, weil da ist Josh Clooney drin. Nicht mehr. Der ist irgendwann raus. Scheiß Mai. Und dann kam etwas verspätet, aber es passt zum Thema, das Deutschland. Ticket. Diesmal wurde Sylt nicht geradet, aber Menschen sind einfach Bahn gefahren. Und es war sehr lustig, wie die FDP dann so getan hat, als wäre es ihre Idee und sie hätten es ermöglicht, weil sie das Go gegeben haben, obwohl sie erstmal alles blockiert haben und jetzt blockieren sie alles weiter und es ist nicht sicher, ob es weitergeht oder teurer wird, was total dumm wäre. Es ist nervig. Können wir es bitte behalten? Ja, bitte. Und bitte wieder für 7 Euro? Oder 9 Euro? Es gibt noch das andere Deutschland-Ticket. Es kostet 4.000 Euro. Das ist die Bahncard 100. Oh. Aber wer will denn mit der Bahn fahren? Juni startete das Battle zweier Giganten. Auf der einen Seite haben wir eine Streaming-Plattform, hinter der einer der bösesten Firmen der Welt steckt. Und auf der anderen Seite haben wir Kick. Kick ist eine Streaming-Plattform, die für sehr, sehr viel Geld Streamer abgeworben bzw. gekauft hat. Da strömte Unmengen an Geld zum Beispiel an XQC. Ihr wisst schon, der sympathische Typ, der niemals irgendwie schreit oder auf Toilette geht, während er Reaction-Streams macht. Kick ist allerdings etwas kontrovers, denn hinter Kick
steckt eine Glücksspielfirma, die wahrscheinlich über die Streamer und Streams ihr Glücksspiel promoten wollen. Sie verkaufen ihre Plattform aber so, dass sie streamerfreundlicher ist, weniger Bans, bessere Shares. Twitch / Amazon hat ja sehr viel Kontroversen rund um ihre Share-Policy. Deswegen wurden viele Streamer kritisiert, die zu Kick gewechselt sind. Wie können sie nur wagen, so eine Firma zu unterstützen? Aber man muss halt sagen, hinter Twitch steckt halt Amazon, was jetzt auch nicht so cool ist. Aber eigentlich sind wir auf einer Plattform unterwegs, der einer Firma gehört, die absolut unkontrovers ist und auch niemals was Böses machen würde. Aber hey, wenn sich Streaming-Plattformen betteln, ist das nur gut für die Streamer. Die Leute, die Content erstellen, die Leute, die für euch da sind, da sitzen und den ganzen Tag nur da sitzen, sich Sachen von anderen angucken und da sitzen und spielen und da sitzen und da sind für dich sitzen. Im Juni ist aber noch was richtig Lustiges passiert. Es sind Menschen gestorben. Gerade eben waren sie noch feste Masse. Eine halbe Sekunde später waren sie Marmelade. Denn dieses U-Boot ist implodiert und die Umstände drumherum waren einfach nur absurd. Ein Millionär, der Unterwassertouren veranstaltet, sich über Sicherheitsregularien lustig macht und sie auch noch vollkommen ignoriert. Ein Logitech-Controller als Steuereinheit. Ich meine, immerhin ist es gute Werbung gewesen. Und die Tatsache, dass die Navy sofort wusste, dass sie alle tot sind, aber nichts gesagt hat. Aber man wollte halt einfach nicht aufgeben, denn man hat ein Klopfen gehört. Wer kann das nur gewesen sein? Ich will es immer noch wissen. Irgendwas im Ozean hat geklopft. Metall. Vielleicht. Nicht vielleicht, definitiv. Vielleicht war es Apple. Die haben sich nämlich ihre Vision genommen und angeklopft. Denn Leute, die Zukunft ist da. Wir müssen unsere Kinder nicht mehr direkt angucken, sondern können es durch einen Bildschirm und eine Kamera und so erfahren. Aber keine Angst, unsere Augen können dabei von den Kindern gesehen werden. Abgefilmt über einen Bildschirm. Apple-Fanboys waren so, wow, Innovation. Normale Menschen haben den Preis gesehen und waren direkt raus. Aber die bei Apple sind halt einfach die letzten Leute, die noch an den VR-Boom glauben, weil er wurde halt noch nie richtig gemacht. Und es war noch nie ein halb aufgegessener Apfel drauf. Juli, mein Lieblingsereignis dieses Jahr. David Grush petzt und sagt der Welt, dass nicht menschliche Wesen real sind. Warte mal, das könnte auch meine Katze sein. Also es geht um Aliens oder eventuell was noch anderes. Leider konnte er die wichtigsten Fragen aus nationaler Sicherheitsgründen nicht beantworten. Deswegen wissen wir bisher nicht, ob sie auch fickbar sind. Aber wo ein Wille ist, der ist auch ein Weg. Wir haben ein ganzes Video dazu gemacht und wahrscheinlich kommt irgendwann noch eins, weil es kommt immer mehr. Und es kam auch noch mehr in diesem Jahr. Aber erstmal Krieg. Deutsche Eroberung. Blitzpixeln. Im Juli fand auch wieder Our Place statt. Ging dann in den August rein. Und es wurde garantiert nicht vorgeschoben, weil es da diese kleine Kontroverse gab mit dem CEO von Reddit, der da irgendwie ganz merkwürdige API-Änderungen machen will, die ganz doof sind, wo wir super drin sind. Auf jeden Fall hat sich bei Our Place Deutschland von der besten Seite gezeigt. Aus irgendeinem Grund sind wir Deutschen ja sonst gar nicht patriotisch. Aber im Internet, wenn es um Kommentare oder bunte Pixel geht, boy, da ist eine neue weiße Fläche. 3 Sekunden später, alles deutsch. Und wir brauchen aus irgendeinem Grund 3 deutsche Streifen. Also Deutschland ist wichtig. Und obwohl wir wesentlich kleiner als die USA sind, haben wir sie zerstört. Und so kam es auch zu einem großen Battle zwischen einer der größten Streamer der Welt und Papa Platte. Und Papa Platte hat ihn zerfickt. Wow. Aber Reddit ist böse. Da werden auch bald keine Pornos mehr erlaubt sein, deswegen müssen wir alle weitergehen. Zu X, was in dem Monat zu X umbenannt wurde. Was der smarteste Move der Welt war. Elon ist einfach so ein Genius. Wenn ihr es nicht versteht, dann seid ihr einfach nicht Genius. Keiner hat's verstanden, aber ja, Twitter hieß jetzt X. Und damit wurde ein Branding zerstört, was sehr, sehr, sehr wertvoll war. Obwohl es keiner genutzt hat. Und jetzt hat es das Branding X. Und X verbindet man mit Erotikseiten. Und alle sagen immer noch Twitter. Aber nicht nur die Umbenennung zerstört diese Seite. Alles andere, was er macht, zerstört diese Seite ebenfalls. Keiner will mehr drauf werben. Alle gehen langsam runter. Der Wert hat sich irgendwie auf ein Fünftel reduziert oder sowas. Das Einzige, was Twitter noch, X noch hat, sind die Community Notes. Tatsächlich das beste Feature, was irgendeine Social Media Plattform hat. Aber vor allen Dingen, weil es Elon teilweise selber fickt. Aber ein anderes Branding war ein voller Erfolg. Barbenheimer. Vor allen Dingen, es wurde ja nicht mit Absicht so gebrandet, aber es gibt ja dieses Gerücht, dass der Barbie-Film mit Absicht auf denselben Tag gelegt wurde von dem Studio, mit dem Nolan früher immer gearbeitet hat, um ihn quasi eins auszuwischen. Aber durch dieses Meme haben beide Filme so krass Promo bekommen, dass sie einfach beide super erfolgreich waren. Ich hätte, glaube ich, lieber Barbie gesehen als Oppenheimer im Nachhinein. Ich nicht. Aber was in Berlin mindestens genauso viel gesehen wurde wie dieser Film war ein Löwe. Und aus irgendeinem Grund haben die Leute einen Löwen gesehen und dann wurde in ganz Berlin ein Löwe gejagt und am Ende war es ein Hund oder so? Ich dachte ein Wildschwein. Ein Wildschwein, stimmt. August.
Hier kam nun wirklich das richtige Spiel des Jahres raus, wo wirklich klar war, dass das wird's jetzt aber. Baldur's Gate 3. Ich hatte es erstmal überhaupt nicht auf dem Radar, weil ich so Top-Down-Spiele nicht spiele normalerweise. Komm nicht mit Diablo oder so, ich stech dich ab. Ja, ja, jeden Tag sehe ich dich immer. Biodopus spielt Baldur's Gate 3. Aber stopp, das ist meine Freundin, die das spielt über meinen Account. Ja, spielt sie auch immer Hentai-Kitties und ne? Das spielt sie für ihr Leben gern, ja. Ja, tatsächlich hat nicht nur meine Freundin mich dann draufgebracht, sondern auch eine Trilliarde überwältigender Steam-Reviews, die dich quasi dazu gezwungen haben, dieses Spiel zu spielen. Definitiv verdient Spiel des Jahres mit grandiosen Charakteren, in die sich die Leute auch wirklich verlieben und zusätzlich sogar eine ganz neue Art von Speedruns erschaffen hat, den Sex-Speedrun. 5 Minuten ficken mit Schattenherz, 3 Minuten Will liegt unter mir, 30 Sekunden Asterion lutscht mein... weiß nicht, was macht man beim Sex? Nicht Speedrun. Schon, ist eigentlich nicht so gut, ne? Was auch sehr viel Sex hatte, war dieses Bild. Ja, ich weiß. Geht kurz die Hose wechseln, dann reden wir weiter. Also das Bild an sich ist jetzt gar nicht so sexy, sondern der Hintergrund. Ex-Präsident Trump wurde verhaftet. Damit wurde die perfekte Vorlage gelegt, dass 2024 einfach noch absurder wird. Denn wir callen es hier, Trump wird der erste Präsident, der im Gefängnis sitzt, während er elektiert wird. Elektiert? Was war denn das für ein Satz? Ich glaube, es gab schon mal einen Präsidenten. Der während er gesessen hat? Nee, ich glaube, der ist angetreten, während er noch im Gefängnis saß. Ah. Hätten wir jetzt jemanden für Recherche, würde ich den beauftragen, das zu machen. Googles einfach. Aber das ist Zukunftscringe. Es gibt ja jetzt auch noch August-Cringe. Es war halt Ausbildungsstart und der wurde natürlich auf TikTok gefeiert. Schauen wir doch mal rein. Ausbildungsstart 2023. So, was haben wir denn festgehalten, was wir die nächsten 3 Jahre so machen wollen? Die Ziele für die Lehre. Benjamin? Dass ich immer pünktlich zur Arbeit komme, dass ich meine Leistung auf der Arbeit verbessere. Und was heißt verbessere die Arbeit? Also, dass ich meine Arbeit genauer... Cringe! Aber was ist das noch? Ein hässlicher Cringe-Trend kam auf. NPC-Streams! Ein Gartenzwerg! Ein Gartenzwerg! Danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose. Ich frag mich, was Susanne Daubner dazu sagen würde. Cringe. September. Daubner lacht drüber. Das fanden sehr viele Menschen sehr sympathisch. Das tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nicht so leid. Aber das wirklich Interessante passierte in Mexiko. 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 Ja, Mexiko. Auf jeden Fall Mexiko, da sind so ein paar Boys und Girls irgendwie vom Kongress in Mexiko gegangen und waren so, look at this, it's my aliens. Also mumifizierte Aliens, tote Aliens, die haben sie da präsentiert und alle waren so, I don't give a fuck. Die sehen aus wie aus scheiß Filmen. Also der Typ, der die präsentiert hat, ist wohl bekannt für Scams und sowas. Also sehr glaubhaft. Aber irgendwelche Universitäten haben jetzt gesagt, das ist voll real. Aber niemand gibt einen Fick. Und das Absurde ist halt, ich halte es für sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass wenn die glaubhafteste Quelle der Welt einen Beweis liefert, dass Aliens real sind, es trotzdem niemand glaubt und niemand einen Fick gibt. Deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie ich mit diesen Mexiko-Aliens umgehen soll. Aber sie waren lustig und süß. Bitte red nicht weiter, ich will die nächste Stufe nicht hören. Aber es gab auch endlich mal gute Nachrichten in diesem Jahr. Und zwar wurde bestätigt, NFTs sind absolut wertlos. Der NFT-Markt ist komplett gecrashed und ist tot. Die haben einfach alle ihr Geld komplett verloren. Und das ist sehr cool. Zu Recht. Ja, völlig zu Recht, Alter. Dumm Affenbilder, Alter. Fuck Paris Hilton. Nicht so, aber anders halt. Es war auch das erste Mal, dass man etwas von unserem Bundeskanzler gesehen hat. Und zwar, dass er etwas schlechter sehen kann, denn aus irgendeinem Grund trug er eine Augenklappe. Das war sehr schön. Da gab es dann auch ein paar Memes dazu. Und dann ist er wieder weggetreten in die Vergessenheit, ins Nevada und war einfach wieder nicht existent. Was macht er denn in Nevada? Geht er in die Area 51? Joggt er dahin? Weil er ist beim Joggen übrigens hingefallen. Ah, wie dumm muss man sein? Ist unser Bundeskanzler. Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Außerdem ist eine neue Frage gedroppt, die man allen Männern stellen kann. Steven, wann hast du das letzte Mal an das Römische Reich gedacht? Vor 3 Sekunden? Normal. Also irgendwie kam das Meme auf, dass alle Männer regelmäßig ans Römische Reich denken und dann kamen so Videos auf wie dieses hier. Why? What are you thinking about it? Well, because we're in those times right now. Everybody's preoccupied with sports, movies,
Work. Und alle waren so, mein Gott, er antwortet voll die tiefgründige Scheiße. Und es ist halt überhaupt nicht tiefgründig, Alter. Das ist alles pseudo-intellektuelle Bullshit. Brot und Spiele, das Volk wird abgelenkt, damit es sich nicht mit den Problemen irgendwie links so. Nein, das Volk erschafft selber Spiele, um sich nicht mit Problemen zu beschäftigen. Das ist keine Verschwörung, Alter. Das ist einfach die ganz normale Welt. Tut nicht so, als wäre das irgendwie was Besonderes. Menschen gucken lieber Serien, als sich mit depressiver Politik auseinanderzusetzen. Nach echt Wahnsinn, Alter. Würde mir auch lieber reinziehen, wie ein Berliner von einem Löwen zerfleischt wird, als mir nochmal angucken zu müssen, was Söder auf X postet oder was die Ampel macht oder einfach Lindner. Oktober ging dieses Meme steil. Mit diesem Typen, der von Varion gesimmt wird, ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber es war scheinbar groß, deswegen blenden wir hier gerade ein paar richtig coole Memes dazu ein. Wow, ich raste aus. Ich sehe gar nichts, weil es im Schnitt nachträglich gemacht wird. Aber wow, lustig. Hattet ihr eigentlich Werbung vor diesem Video? Solltet ihr besser. Es gibt da nämlich keine andere Wahl drumrum und so. Keine Möglichkeit, Werbung zu blockieren. Außer ihr habt YouTube Premium. YouTube begann den Krieg gegen die Adblocker. Komisch, ist irgendwie so das Jahr der Kriege. Also wir als absolut neutrale Person finden Werbung auf YouTube sehr wichtig. Vor allen Dingen vor diesem Video hier. Und in diesem Video und nach diesem Video. Aber wir müssen auch sagen, Google verstößt damit halt gegen EU-Recht. Aber es ist denen scheinbar völlig egal. Außerdem gab es was zu feiern. 100 Jahre Disney. Also das ist nicht das, was wir feiern, sondern Disney ist halt voll am Abkacken. Was aber noch eine Weile nicht abkacken wird, sind die ganzen Videos darüber, wie krass Disney abkackt. Und vor allem, wie Marvel abkackt mit ihren Filmen, die kein Geld einspielen, weil sie so scheiße sind. Aber immerhin haben wir dadurch ein neues Wort geschenkt bekommen. Woke-washing. Was wir jetzt so inflationär benutzen werden, dass es irgendwann genauso tot ist wie das Wort woke an sich. Wort woke. Aber apropos Geld. So ein österreichischer Politiker hat ein sehr gutes Argument. Warum hungern arme Kinder, wenn doch ein Cheeseburger bei McDonald's 1,40 kostet? Das ist doch für ein Kind eine vollwertige Mahlzeit. Da ist alles drin, was du brauchst. Fett, Zucker, Kohlenhydrate, Fett. Bisschen Proteine. Deswegen wurde das Wort Kanzlermenü irgendwie zum Wort des Jahres in Österreich. Also ja, keine Ahnung, Just Österreich Things. Haben wir jetzt hier nur reingepackt, um uns bei euch einzuschleimen. Es gibt euch, wir sehen's. Aber habt ihr auch mitbekommen, wie sich Olaf Scholz bei Macron eingeschleimt hat? Mit einem leckeren Fischbrötchen. Wurde sich ein bisschen drüber lustig gemacht, weil normalerweise gibt es ja für die Politiker dann so ein krasses Fünf-Gänge-Menü, yeah, wie Tischen voll auf. Der Olaf, der gibt dem einfach so ein Fischbrötchen. Aber Leute, da ging es doch nicht um fancy Essen, sondern um Kultur. Und so ein Fischbrötchen ist doch norddeutsche Kultur. Und der Norden gehört auch aus. Ich meine, der untere rechte Teil von Deutschland, der gehört nicht zu Deutschland, oder? Ja. Gut. Aber der Norden gehört doch zu Deutschland, oder? Hey, aber lieber Fischbrötchenkultur als Bettwanzenkultur. Alright. In Frankreich sind die Bettwanzen einmarschiert. Wieder ein Krieg übrigens. Und deswegen haben wir auch die beliebte Petition unterschrieben, in der steht, dass man Frankreich einfach wegbombt. Auch wegen den Bettwanzen. November. Im November passierte nicht viel, außer dass ein alter Brief wieder ausgepackt wurde. Von niemand anderen als unseren guten alten Buddy Osama Bin Laden. Ich dachte, er wäre tot. Wie kann er einen Brief auspacken? Nee, sein Brief wurde ausgepackt. Der Guardian hat ihn veröffentlicht und dann ganz schnell wieder runtergenommen, denn sie haben nicht damit gerechnet, dass TikToker den Brief feiern. Die ganzen amerikanischen Kids sind halt so hardcore ungebildet, dass sie durch diesen Brief zum ersten Mal erfahren haben, was die Amerikaner eigentlich machen, wenn sie Demokratie in andere Länder bringen. Zerstörung. Und wenn man Menschen halt zerbombt und ihre Liebsten tötet, dann radikalisiert das die oft. Und das bringt sie dann zum Terrorismus. Und diese Leute haben halt dadurch erfahren, dass dadurch halt Terrorismus entsteht und nicht nur, weil die neidisch waren auf den Freedom und Amerika und weil sie einfach böse sind. Weil sie das zum ersten Mal gehört haben, hatten sie diesen super schlauen Gedanken. Warte mal, wenn wir die Bösen sind, dann müssen ja die Guten sein. Weil es gibt ja immer einen Guten und einen Bösen. Also war Osama Bin Laden jetzt plötzlich gut, obwohl er in dem Brief halt sehr, sehr böse Forderungen stellt und das nicht wirklich cool ist. Aber ich teile das einfach mal mit der ganzen Welt auf TikTok. Und Europäer sitzen da und denken sich so, Alter, wie wenig wisst ihr Amerikaner eigentlich über euer eigenes Land? Ich meine, es gibt Disney-Serien wie Snowfall, wo es darum geht, dass die CIA heimlich Kokain in den USA schmuggelt, um Terroristen in einem anderen Land zu fördern, um dieses Land zu destabilisieren. Und sie dadurch aus Versehen die Crack-Pandemie in den USA gestartet haben, die ja dann auch dazu führte, dass sehr viele Schwarze brutal niedergeknüppelt und bestraft wurden, weil sie halt drogenabhängig gemacht wurden von der CIA. Das ist eine Disney-Serie. Das ist nicht geheim. Die übrigens sehr schlecht ist. What the fuck ist das für eine Charakterentwicklung, Alter? Fick diese Sendung. Dezember. Und es kam das, worauf wir alle gehofft haben, aber niemand erwartet hat, dass es wirklich passiert. Der GTA 6 Trailer
ist gedroppt. Es kommt wirklich. Ja, es kommt wirklich. Nach 16 Jahren Entwicklungszeit, das teuerste Spiel aller Zeit, was definitiv nicht nur eine 3-Stunden-Kampagne hat wie COD und sich nur auf den Online-Modus konzentrieren wird, damit es sehr viel Geld mehr macht. Ja, man, sie haben ja nicht genügend Entwickler, deswegen können sie auch keinen PC-Port machen. Stimmt, das ist ja auch die größte Frechheit. Wir können es nicht mehr zum Start machen. Das ist so schwierig alles. So, wir können es nicht von Anfang an auch machen mit dem Optimieren und so. Wer spielt Konsole? Alle spielen leider Konsole. Obwohl das natürlich nicht der größte Cringe war, der kam von Elon Musk. Seine Meinung dazu war nämlich, dass er schon GTA 5 nicht durchspielen konnte, weil ja direkt in der Anfangsszene man auf einen Polizisten schießen musste und es konnte einfach nicht über sein Herz bringen. Daraufhin fing natürlich wieder Elon Musk Cucksucking an. Dieser Tate-Bruder meinte, Kinder sollten so ein Spiel nicht spielen, wo man auf Polizisten schießt. Keine Ahnung, warum die gerade alle so ein Polizisten-Bootlegging machen. Licking. Aber das ist alles so Nonsens, weil GTA ist sowieso kein Kinderspiel. Also what the fuck? Wir haben auch nie als Kind GTA gespielt. Nein, meine Oma hat mir das auch nicht gekauft, weil ich gesagt habe, ja, die 18 heißt, es dauert 18 Stunden Spielzeit und so. Nein. Ansonsten haben sich noch ein paar Menschen im Dezember selbst zerstört. KuchenTV zum Beispiel wurde auf Twitch gebannt. Das hat natürlich sehr viele Menschen sehr, sehr doll erfreut. Aus Gründen von Shoyoka und Dings Beef, da haben wir voll den Plan von, interessiert uns bombig. Und was? ApoRed hat 3,6 Millionen Steuerschulden? Nicht! Für eine Sekunde hatten Menschen tatsächlich mal Mitleid mit ApoRed und feierten seine Ehrlichkeit. Nur, dass sich dann rausgestellt hat, dass es halt ein Fake war. Er hat eine Wette verloren. Cool. Und ja, wir haben noch einen halben Dezember vor uns, aber da passiert bestimmt nichts mehr. Also kommen wir zu unseren Honorable Mentions. Das sind Sachen, die quasi übers ganze Jahr liefen. Zum Beispiel Cannabis. Also da lief eher gar nichts, was das Problem ist. Es ist eigentlich ein Running Meme, dass sich das Ding immer weiter verschiebt und die ganzen Regularien sehr ernüchternd sind. Aber hoffentlich sind wir 2024 nicht mehr nüchtern. Und was dieses Jahr natürlich auch sehr prägend war, ist KI. Alle betteln sich, wer hat das krasseste digitale Gehirn, wer kann den besten Trailer faken, um irgendwelche Funktionen zu präsentieren, die wahrscheinlich erst in 10 Jahren rauskommen. Schlaulinge wollen dir erklären, wie du nebenbei 3 Euro im Monat Side-Hustle-Money machen kannst. Nur mit KI, Alter, 3 Euro. Leute werden entlassen oder nicht mehr eingestellt aufgrund von KI. Hallo Klarna. Businessmenschen denken, sie können Künstler durch KI austauschen und auf einmal haben alle Models 6 Finger. Nicht 10, sondern 6. Die KI-Propaganda ist auch schon da, siehe Nahost. Konflikt. Es wird immer geiler, Leute. Irgendwann gibt es so eine Videos von uns, einfach nachproduziert, sind dann aber nicht wir, ist alles digital. Oh Gott. Aber es bedeutet auch, dass wir wahrscheinlich irgendwann die Matrix bekommen. Dann können wir uns da alle einklinken und die 90er wieder erleben. Ist das nicht toll? Nostalgie. Alles ist geil. Stellt euch doch mal vor, ihr habt ein Handy in der Hosentasche und es kann nur telefonieren und SMS schreiben. Gute Zeiten. Mal sehen, was uns 2024 bringen wird. Aliens. UFOs. Aliens, UFOs, UFOs, Aliens und interdimensionale Aliens. Und Wesen, die vielleicht keine Aliens sind, aber unerklärlich. Und mit Grashüpfern Kinder machen.